Ich eile! Ich danke für den Einlass. Bei der Suche nach Pater Benedikt habe ich ein Schriftstück gefunden. Da ihr ein Mann von höherer Intelligenz seid, wisst ihr vielleicht, was es sein könnte? Ah, dann zeigt dieses Schriftstück uns mal her. Gib her. Oh, ah. Das ist ein ganz banaler Zettel. Nicht der Rede wert. Ich werde die Erinnerung an euch behalten. Na dann, wenn er nicht der Rede wert ist. Oh, aber... Das ist mein Schriftstück. Ich biete euch im Gegenzug den Handel an. Das ist cool. Seid zufrieden damit. Und nun geht. Schon wieder ein Rauswurf. Aber gut, ich bin Handelspartner geworden. Somit kann ich später ungeschoren in die Stadt reiten. Naja. Interessant, wie die Truppen sich hier im Wald verstecken. Sehr hinterhältig. Das hat gut geklappt. Ich wette, er wird die Burg verlassen und nach dem Schatz suchen. Und in der Zwischenzeit befreie ich Pater Benedikt. Verstanden. Kannst direkt zur Armee kommen. Jawohl. Jetzt muss ich noch warten, bis Herod die Stadt verlassen hat. Ich suche mir ein kleines Enkelchen, wo er mich nicht sieht und ich ihn aber beobachten kann. Ah, jawohl. Wie passend. Schnell speichern. Gib Schub. Wenn er außer Reichweite ist, geht's los. Ah, eine interessante Schatzkarte. Das große X deutet wohl auf einen großen Schatz hin. Ich werde mal losreiten, um herauszufinden, wo genau das ist. Könnte eine Weile dauern. Meine Soldaten passen in der Zwischenzeit auf die Stadt auf. Ich werde erst erkunden und wenn der Schatz zu groß ist, hole ich noch einen Karren. Tschüss, ignoriere die Armee hier. Okay, und jetzt? Das ist X, hey. Ah, ein Kreuz. Die Stelle habe ich schon mal gefunden. Nun müsste ich wohl graben. Mal schauen, ob ich einen Schaufel im Rucksack habe. Ah, halt, da ist ja eine. Prima. Ist jetzt der Zeitpunkt? Wird uns gesagt, dass jetzt der Zeitpunkt ist? Auf euren Befehl. Oder sogar zwei schwere Schatzkisten kommen zum Vorschein. Da muss ich mir einen Karren besorgen. Spiel wird gespeichert. Wenn du meinst, Spiel. Wie erwünscht. Alles klar. Okay, Herod aus der Burg raus. Jetzt gilt es. Schnell zum Kerker und den Pater befreien. Psst, Pater Benedikt. Ich habe die Tür aufgebrochen. Kommt raus. Oh, Tor, der Leviker. Ich wusste, dass ihr kommen würdet und mich befreien würdet. Der Herrgott hat meine Gebete erhört. Allerdings,
Dank Ammer vorher wusste ich nicht, wer euch entführt hatte. Dank Ammer vorher wusste ich nicht, wer euch entführt hatte. Wir müssen uns beeilen. Ich verstecke euch hinter meinem großen Schild, damit euch niemand sieht. Schnell, duckt euch. Oh Gott, das klingt, als wenn es eine Exfiltration ist, genau wie bei... Oh Gott, das ist die gleiche Exfiltration wie in Fest Inquisitorius von Kenobi. Oh Gott, wir laufen in der Gegend rum und haben diesen kleinen Pater unter unserem Mantel gedrückt. Fällt niemandem auf. Alles klar. Ei. Ist diskret, sehr diskret. Halt, Kiste! Wie ihr wünscht! Alles klar! Jawohl! Jawohl! Zieht eine Querstraße. Verstanden! Auf euren Befehl! Und jetzt? Los nach Hause und einen neuen Karren besorgen. Der wird keine gute Zeit haben. So, Pater Benedikt, krabbelt wieder raus. Ein Schiff hat angelegt. Du musst dich mal einmischen, was? Thorald, ich danke euch von Herzen. Ohne euch wäre ich verloren gewesen. Und es wird Zeit, dass ich den Herold zur Rede stelle. Schon unterwegs. Legt ein gutes Wort für mich beim nächsten Gebet ein. Schon unterwegs. Das will ich gern tun. Das Lagerhaus ist... Nein! Warum? So, jetzt stelle ich Herold zur Rede. Bringt die Armee mit rein. Schon unterwegs! Wir stellen ihn zur Rede und zwar ganz richtig. Können wir noch ganz kurz das Geld vorher klauen? Geht das? Er hat für uns gebuddelt. Auf euren Befehl! Verstanden! So, wir sind gesandt vom König höchst selbst. Fahrt zur Hölle, Herold. Okay, wir können den Schatz nicht plündern. Verstanden. Erzherzog Herold, ihr seid ein Lügner. Ihr habt Pater Benedikt entführt und eingesperrt. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Bereitet euch darauf vor, nun ja, verurteilt zu werden. Ach, was ihr nicht alles behauptet. Wo soll er denn sein, hier? Wir werden gerade befreit. Fahrt zur Hölle. Ich habe Pater Benedikt aus eurem Kerker befreit. Ihr könnt nachsehen. Er ist nicht mehr da. Das habt ihr nicht gewagt. Das habt ihr nicht gewagt. Ach, na und ich habe etwas viel Besseres gefunden. So, so, was Besseres gefunden. Na, was gibt's denn? Wohl ein großer Schatz, was? Das geht euch nichts an. Das ist meine Sache und jetzt verzieht euch von meinem Grund und Boden. Wieder ein Rauswurf! Wie ihr wünscht! Wir lassen so Truppen da, um ihn kurz mal zu erinnern, in welcher Situation er sich befindet. Wo sollt. Thorald, du musst lernen, dass du mit königlicher Autorität unterwegs bist und dementsprechend eigentlich dich nicht hast rauswerfen zu lassen.
Und die Handelsbeziehung hat er auch gekappt. Na warte, Freundchen. So einfach kommst du mir nicht davon. Meine Geologen haben noch Eisen- und Steinvorräte gefunden. Wie praktisch. Bereiten wir uns auf einen Kampf vor. Oh. Auf euren Befehl. Verstanden. Alles klar. Nun könnte ich mal schauen, ob auf das auf dem Zettel eingezeichnete Kreuz wirklich ein Schatz ist. Schon unterwegs. Ich werde jetzt mal meinen Schatz holen. Tu das. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Tatsächlich, zwei Schatzkisten. Und sie war schon ausgegraben. Wie praktisch. Die reißen wir gleich mal unter den Nagel. Schon unterwegs. Und drin sind die alte Unterwäsche von vor 4 Jahren. Hey, das ist mein Schatz. Finger weg, aber ganz fix. Ach was, ich wollte euch nur mit Zettel nur herauslocken. Denn nur so konnte ich Pater Benedikt befreien. Der Schatz gehört mir. Und jetzt nehme ich noch mit. Joinks, das ist viel Geld. Das ist mein Schatz. Eis, euer Untergang. Jetzt gibt es Krieg. Schlachtet sie. Die beiden Drescher von da ein. Es gibt kein Zurück. Zum Angriff. Das werden wir sehen. Jetzt geht es hier um den Kragen. Vernichten wir diesen Fatzke. In den Kampf. Da rennt er zurück zur dieser Stelle hier. Oh Gott! Kämpft! Kämpft, wie ihr kämpfen könnt! Haltet den Marktplatz! Wie ihr wünscht! Stürmt los! Wo rennt ihr hin? Wie ihr wünscht! Schon unterwegs! Alles klar! Kämpft weiter! Ich werde angegriffen! Auf euren Befehl! Alles klar! Schon unterwegs. Nicht aufgeben! So, kämpft ihn nieder. Es gibt kein Zurück. Verstanden. Ei. Kämpft weiter. Auf euren Befehl. Jawohl. Wir werden angegriffen. Jawohl. Okay, unsere Schwertkämpfer sind tot. Eine Eisenmine. Hier. Geht außen rum. Öffnet das Tor. Ei. Zum Angriff! Nicht aufgeben! Ei. Weißt du was? Nein, lass die hinten. Vergiss das Tor. Sofort. Wir müssen offensiver vorgehen. Bleibt wachsam. Vor die Katapulte. Und wir müssen jetzt gleich für Nahversorgung, dass Nachschub reinkommen kann. Das ist wichtig. Ei. Angriff! Sofort! Angriff! Ich muss mich in die Boote. Nein, die haben Torle getötet, die Schweine. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Jawohl! Verstärkungen hier, fick die Mauern leer. Katapulte, Feuer. Erbeutet, was ihr könnt. Nehmt alles mit. So, haltet den Marktplatz, so gut es geht. Unsere Truppen werden angegriffen. Gut, ich brauche jetzt keine Abteilung von euch. Ihr. Öffnet das Tor.
Wir müssen mit der Verstärkung hier reinkommen. Sofort. Alles klar. Und den Marktplatz gestürmt bekommen. Auf euren Befehl. Kämpft weiter. Wir werden angegriffen. Jawohl. Sofort. Wie ihr wünscht. Stürmt. Nicht aufgeben. Auf euren Befehl. Jawohl. Ihr halt das Tor offen. Toll, kommen wir rüber. Schützen von hier. Halt die ganzen Feinde, die hier rauskommen, sofort tot. Ein Tropf von euch. Okay, wir haben's. Sehr gut. Geschafft! Wir haben die Infrastruktur des Landes wieder zerstört und alle Straßen kaputt gemacht. So wie es immer hätte sein sollen. Ab nach Hause! Ja, mal sehen. Schon unterwegs. Verstanden. Sofort. Sofort. Jawohl! Gruppe 1. Jawohl! Gruppe 2. Schon unterwegs. Jawohl! Ei. Jawohl! Erstmal kurz voll machen. Schon unterwegs. Das Lagerhaus ist voll. Eine Eisenmine ist erschöpft. Wir haben ein Territorium so eingenommen. So viel einfacher. Nun bringt die Armeen zurück nach Hause. Alles klar. Das Territorium ist eingenommen. Wir stellen die Straßen kurz mal wieder auf. Es gibt keinen Grund, warum die Straßen kaputt bleiben müssen. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. So. Minenarbeiter haben sich schon durchgearbeitet durch den ganzen Spaß. So, und hier gibt es auch noch eine Straßenfüllung, die wieder aufgestellt werden muss. Sehr gut, so viel besser. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Ah, ich sehe, die Kathedrale ist einfach verschwunden. Davon bleibt keine Ruine. Interessant. So. Jetzt ab nach Hause. Das Lagerhaus ist voll. Wir können noch ein bisschen Party machen. Und sollten normalisieren. Verstanden. Wie ihr wünscht. Mal schauen, wie viele Ehefrauen wir noch in die Stadt reinbekommen können. Das Lagerhaus ist voll, das ist natürlich keine schöne Sache. Wir haben sehr viel Holz. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Oh je, wir haben sehr, sehr viel Zeug. Ein Karren wurde ausgesandt. Minenarbeiter. Halt einfach mal kurz die Füße still. So, wie viel haben wir hier noch bekommen? Sehr viel. Material wird uns nie ausgegangen. Eine Sekunde, wir können noch mal ein bisschen. Wir brauchen immerhin noch 11. 11 Ehefrauen ist auch machbar. Vor allem mit Tordal. Wenn er seinen Bonus oben drauf gibt. Ja, noch 8, alles klar. Direkt noch eine Party.
Wir haben viel zu viel Geld. Weg damit. Und die ganze Stadt steht sehr gut konzentrisch um den Marktplatz. Bedeutet, alle müssten in der Lage sein, den Marktplatz rechtzeitig zu erreichen. Darum glaube ich, haben wir es gerade kein großartiges Glück mehr. Denn jetzt müssen ganz genau die richtigen 8 Siedler noch hier rüber gehen. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Also gehen wir mal zurück. Verstanden. Endlich können die Nordlinge wieder ohne Angst leben und arbeiten. Lasst uns feiern, ihr lieben Bürger. Okay, gut. Party. Komm schon. Ah, da kommt das Geld für unser Holz. Ah, oh, sinkt nicht. Ein Jammer. Nun, wir haben die Fähigkeit einmal benutzt. Jetzt kommen die Ehefrauen an. Die Hälfte der Party ist schon rum. Ich habe keine Ahnung, warum die so lange den Weg hier außen rum gehen. Das hier ist wohl kaum zu eng. Die anderen Leute kommen auch noch hier durch. Aber rückblickend betrachtet hätte man die Straße hier ein bisschen verbreitern können. So eine Doppelstraße draus machen. Der König wird zufrieden sein. Die Nordlinge sind es auf jeden Fall. Tordal hat seinen Auftrag gut erledigt. Und dabei noch eine Menge Gold eingestrichen. Damit lässt es sich eine Weile gut leben. Und das Angebot der Nordlinge, ein wenig länger zu bleiben, hat Tordal gerne angenommen. Ein wenig Urlaub wird ihm der König sicher gönnen. Danke, dass du die Map gespielt hast. Danke, dass du die Map gemappt hast. So. Das war Der Norden ruft, wie ich gerade sagen wollte. Erzählung, Gestaltung und Skript von Gitti 1962. Musiktitel Hopeful Beginning, Little Romance, The Savior. Alle drei von TerraSound.de. Middle Europe Summer, Siedler 5, das Erbe der Könige. Vielen Dank an das hervorragende und unermüdliche Testerteam. Dikus, Jani, Menke, MKF, Grossi, Educatrix, Hermine, 56, Alex, Box, Anno Siedler, Schrecken sein. Ich hoffe, die Map hat dir Spaß gemacht. Über Kommentare würde sich Gitti sehr freuen. Schöne Karte. Endstatistik. Gut, 5 Stunden sagt das Spiel. In Wahrheit, weil wir beschleunigt haben, weniger. Aber an sich eine sehr schöne Karte. 199 Siedler, 72 Ehefrauen. 60% der Geruf, 93 Streikende. 16.868 Ressourcen gesammelt. Einfach eine schöne Abfolge von Zahlen, die irgendwie zusammengesetzt wurde. Wie 2x68 reingedrückt kriegen. Ich habe keine Ahnung, was ich labere. Haufenweise Güter produziert, haufenweise Güter gekauft. Viel Gold verdient, sehr viel Gold verdient. 160 Truppen rekrutiert, 243 besiegt. Ein Gebäude zerstört, keine Söldner. Erzherzog geworden, kein Prestige. Dreimal Ritter besiegt und einmal die Fähigkeit benutzt, ganz am Ende. Und das, liebe Gemeinde, war Der Norden ruft von Gitti. Ich hoffe, die Karte hat euch ebenfalls Spaß gemacht und
bin gespannt, welche Karte wir als nächstes sehen werden. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Kann mich gleich direkt anmachen, die ganzen Aufnahmen zu verarbeiten, weil ich jetzt nachher noch in die, nachher geht es noch in den Doppelstream für die Koop-Karten und, also für die Siedler 5 Koop-Karten und die, das Let's Play zu Star Wars Jedi Survivor. Insofern mache ich mich auf. Bis dahin, euch allen viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Cheerio.